Ja, wo fangen wir da jetzt am besten an? Dann gehen wir einfach mal runter. Vielleicht und versuchen uns einen zu holen. Vielleicht sind der Hund. Ah ja, der kommt schon. Der hat uns geschnuppert. Ah, fuck. Schild hoch, Schild hoch. Jetzt haben wir ihn. Ganz schön reingehauen. Oh, was war denn das jetzt? Hab ich mir jetzt gebufft? Und was bringt das? Ich habe keine Ahnung, aber egal. Wir machen hier mal weiter. Da kümmern wir uns später drum. Da kommt einer hochgelaufen. Wollen wir uns den schnappen? Oder erst rechts? Komm, wir fangen erst rechts an. Du Hässlon! Ist er auch wirklich hässlich mit seiner Axt und schaut gefährlich auch noch aus. Was? Nein. Warte, könnte man theoretisch runterspringen. Aber der macht mir Angst. Der hat definitiv den größeren. Die größere Axt. So. Nichts anderes habe ich gemeint. Nichts anderes. Da hinten leuchtet es wunderbar. Noch eine Scherbe. Cool, dann können wir aber langsam mal die Axt dann ausbauen. Langsam aber sicher. So, jetzt doch schon einige gefunden. Da rechts leuchtet auch noch was. Estus-Scherbe. Ah, Estus-Scherbe. Die ist, glaube ich, dafür da. Bin mir da jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber das schauen wir gleich beim Schmied. Können wir dann mehr Heiltränke tragen? Das ist was ähnliches. Oh, da hat er mich erwischt. Wo kommt denn der Hund jetzt her? Ach du Heilige! Boah. Wo kommt denn der Hund her? Dann, wenn wir nicht brauchen können, dann kommt er ums Eck geflitzt. Boah, der macht aber gut Schaden, also. Der kann ganz schön austeilen. Der Herr Olaf. Oh, da hatte ich keine Ausdauer mehr. Oh, aber er kann auch austeilen. Er flippt voll aus! Er flippt voll aus! Der hat keinen aufgehört zu schlagen. Gefängnisschlüssel. Oh, warte mal, Gefängnisschlüssel. Gefängnisschlüssel, das da. Wir haben doch vorhin so einen komischen Typen im Gefängnis gesehen mit so einer komischen Maske. Vielleicht können wir den da rausholen mit dem Schlüssel. Ne, da ist auch nichts mehr. Da war jetzt nichts mehr. Da hinten ging es auch nicht weiter. Für die Zerstörung so gut. Und da unten ging es ja dann auch nur zu dem Dicken. Der will jetzt aber nicht runter. Dann gehen wir zurück. Gehen wir mal zurück. Und schauen wir mal, ob wir den Kameraden hier rausholen können. Schön, wie das Kettenhemd die ganze Zeit klirrt. Dick, 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 dick. Das geht auch ein bisschen schneller, ja? Oh, jetzt muss ich aber überlegen, wo das kleine nochmal war. Nee, da war es auf gar keinen Fall.
Wo waren das jetzt? Bin ich da jetzt vorbeigelaufen? Das ist noch gerade lange her, dass ich da war. Und wieso habe ich das jetzt schon wieder vergessen? Was ist denn da los? Muss ich da ganz zurückgehen? Ich glaube ja. Weil hier runter bin ich ja nicht gegangen. Wenn ich hier runter gehe, dann komme ich zu dem Dicken auf dem Platz. Ich glaube, ich muss ganz zurückgehen. Ich habe echt Schiss, ich habe kein Leben mehr. Ist der. Nee, der hat sich nicht verwandelt. Okay, der. Lass mal hier einfach durch, schnell. Zack, 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 zack. Hier hoch. Ah, jetzt wandelt es eigentlich. Ich hör's. Yes! Aber ist mir wurscht. Vorbei, vorbei. Jetzt muss man aufpassen. Hier war doch auch der andere Ritter noch, oder? Upp! Upp, upp, upp. Ich will jetzt nicht sterben. Ich will auch nicht sterben. Warum treffe ich den denn nicht? Weil ich keine Ausdauer mehr habe. Man muss da immer gut auf die Ausdauer aufpassen, Freunde. Männer, passt so auf die Ausdauer auf. Waren es jetzt viele Seelen, ich habe jetzt nicht aufgepasst. Ich glaube um die 3000, aber dafür bin ich jetzt auch schon wieder eigentlich da, wo ich eigentlich hin wollte. Eigentlich. Weil da unten müssten jetzt meine Seelen liegen, der gibt mir mal. Da. Das war jetzt nicht dramatisch, der Tod. Schön weggekickt. Aua. War nicht weiter schlimm. Aber es ist trotzdem immer ärgerlich zu sterben. Ich will nicht sterben. Oh, oh. Ganz leise. Nicht ihn erschrecken. Nicht ihn. Nein, nein, nein. Keine Aufmerksamkeit. Wow. Da lang. Können wir uns den Heiltrank reinziehen? Was ist mit dem Buff eigentlich? Und da flag ich im Dreck. Wow! Zwei Granaten und ich bin tot! Okay, das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt, aber gut zu wissen. Zwei so Granaten und ich bin leg im Dreck. Und ich dachte, ich habe viel Leben. Habe extra auf Leben geskillt. So, ich kann mich jetzt mal. Hallo. Boah, er hat mich erwischt. Jetzt? Oh, da geht sogar die Leiter runter. Gehst du hoch? Komm, schleicht die Bur. So, den schnapp ich mir jetzt. Nichts wird hier geworfen.
Ah, da geht's weiter runter. Ich glaube, das war doch hier. Ja. Und jetzt hoffen, dass es der richtige Schlüssel ist. Gefängnisschlüssel benutzt. Es ist der richtige Schlüssel. Wunderbar. You're no jailer, are you? No, no, you're from far away. And judging by the bell, you must be some of that unkindled ash. Remarkable. If that's true, then I have a favor to ask. Below the high wall is a musty little town. Not the home of any lord, just a very old settlement of undead. An old woman, Loretta, lives there. Please, give her this ring. I'm not asking for charity. In fact, if you do this for me, I'll be sure to repay you in kind. I may be a petty thief, but I've more wits than most royalty. What do you say then? Huh? Sollen wir das machen? Sollen wir das tun, den Ring? Ach komm, das machen wir. Das ist die erste Quest, die wir hier im Spiel haben. Machen wir doch direkt, komm. I humbly place my faith in you. I am Grey Rat of the Undead Settlement. And I promise to assist you. Give this ring to old Loretta at the base of the high wall. Do your part and I'll do mine. Blauer Tränensteinring. Somit haben wir die erste Quest bekommen. Wir müssen den Ring abgeben. Am Fuße der Mauer. Das wird bestimmt später passieren. Aber ich denke, wir haben dadurch auch einen Verbündeten gewonnen. Der wird bestimmt noch sich nützlich erweisen für uns.